Hallo Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Test. Heute gibt es für euch die kubischen Kanonenschläge von Lidl. 6 Stück sind in einer Packung für 1,99 € zu erhalten. Sind eigentlich immer ganz ordentlich, haben in den letzten Jahren ziemlich hart nachgelassen. Wir gucken uns mal an. Die Qualität ist auch schon ranzig, das sehe ich jetzt schon. Da sieht man irgendwie komplett den Kleber noch. Ich weiß nicht, ob man das jetzt hier sieht. Ja, da. Das ist eigentlich fast komplett weiß, wie so ein. Also der ist mega hart. Ich weiß halt jetzt nicht, ob das gut ist oder schlecht ist, werden wir ja sehen. Vielleicht sind sie dadurch auch viel lauter. Das ist halt auch kein Schimmel, sondern das ist halt Kleber und das kann ja bedeuten, dass sie entweder mega hart sind oder dass sie scheiße sind. So, kubische Kanonenschläge von Weco. Da war der rote Corsair schon besser, der war jetzt nicht so gut. Wir machen gleich noch einen zum Test. Der war jetzt schon wieder besser, aber die waren früher echt mal besser, zumindest die von Weco.